In diesem Video sprechen wir erneut über ein Gesundheitsunternehmen, und zwar über die deutsche Fresenius. Wir schauen uns wie immer das Unternehmen dahinter mal ein bisschen genauer an, aber klären vor allen Dingen auch, warum die Aktie derzeit auf einem interessanten Ausgangsniveau ist und ob es sinnvoll ist, einzusteigen oder noch ein bisschen zu warten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über den deutschen Gesundheitskonzern Fresenius, der den meisten durchaus bekannt sein dürfte, denn das Unternehmen existiert ja schon relativ lange und ist auch im DAX gelistet, nicht nur als Fresenius, sondern auch mit einem Tochterunternehmen, aber da gehen wir gleich ein bisschen genauer drauf ein. Und das Ganze basiert natürlich wie immer auf der Umfrage in der YouTube-Community, da habt ihr diesmal für Fresenius abgestimmt. Und wenn du auch bei der nächsten Umfrage dabei sein willst, dann guck immer von Samstag bis Dienstag in meiner YouTube-Community nach der Umfrage und nimm einfach teil und stimme mit ab, welche Aktie ich mir als nächstes mal ein bisschen genauer angucken soll. Jetzt schauen wir aber auf das Unternehmen bzw. zuallererst mal auf die Aktie und starten wie immer mit dem langfristigen Chart. Ganz so langfristig wie das Unternehmen an sich ist der Chart nicht. In der heutigen Form ist es so jetzt seit Ende 2001 an der Börse und hat sich seitdem auch sehr gut entwickelt, über 400% Rendite in dem Zeitraum, zumindest seit Börsengang bis heute ungefähr. Gab auch Zeiten, wo es schon mal schlechter lief, gab Zeiten, wo es dann in Summe besser lief. Gerade die letzten Jahre, so seit 2017, geht es dann doch eher bergab. Aber wieso, weshalb, das gucken wir uns dann alles gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und das ist natürlich vielleicht auch mal eine ganz interessante Gelegenheit. Die Historie des Unternehmens, die ist tatsächlich noch ein bisschen langfristiger, denn es geht ganz zurück bis 1462. Damals wurde die Hirschapotheke in Frankfurt am Main gegründet und damals noch nicht im Besitz der Familie Fresenius. Das kam dann erst mit den Jahren, aber so weit zurück datiert sozusagen die ersten Geschäfte bzw. die Historie. Tatsächlich, die Familie Fresenius ist 1912 in das Unternehmen eingestiegen bzw. hat die Hirschapotheke übernommen, hat das Ganze dann eben auch weiterentwickelt mit pharmazeutischer Kleinstproduktion im Apotheken. Gebäude und nach immer weiter an Produkten gefeilt und das Ganze zu dem gemacht, was es heute ist. Und mittlerweile ist Fresenius ein recht großer international agierender Konzern mit einer gewissen Unterstruktur. Und ebenfalls bekannt sein dürfte das größte Tochterunternehmen, und zwar Fresenius Medical Care, ist ebenfalls separat an der Börse gelistet, gehört noch zu 32% zum Fresenius Konzern an sich dazu. Ist aber wie gesagt als einzelnes Unternehmen auch gelistet und hat sich spezialisiert auf den Bereich Dialyse, also im Bereich Nierenerkrankungen. Stellen sie Geräte her, stellen sie Verbrauchsmaterialien her, haben auch Kliniken, in denen dann die Patienten behandelt werden. Und das ist zu einem der größten Geschäfte für Fresenius geworden. Zweites Standbein hier ist Fresenius Kabi. Gucken wir uns auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Geht es vor allen Dingen eben um die intravenöse, also um die Innenkörperbereitstellung von Medikamenten, aber auch Ernährung und Ähnlichem. Und dann haben wir hier noch Fresenius Helios. Das ist ein Krankenhauskonzern. Die betreiben dann tatsächlich vor allen Dingen in Deutschland und Europa eigene Krankenhäuser, private Krankenhäuser. Ist ja nicht alles unbedingt in staatlicher bzw. in Regierungshand. Und dementsprechend ist Fresenius Helios hier einer der größten Krankenhausbetreiber am Markt, im privaten Markt. Und den haben sie sich eben vor einigen Jahren ebenfalls dazugekauft, haben da eben auch noch einige Krankenhäuser nach und nach jetzt dazugekauft und das zu dem gemacht, was es heute ist. Und ebenfalls im Bereich Krankenhäuser ist Fresenius Vamed. Die haben sich spezialisiert vor allen Dingen auf die Projektierung von neuen Krankenhäusern, also den Bau, die Entwicklung, die Ausstattung von Krankenhäusern, aber dann eben auch den Betrieb, den Service, die Logistik für Krankenhäuser bereitzustellen. Und in diesen Bereichen, alles was so mit Gesundheit zu tun hat, ist Fresenius hier eben sehr breit aufgestellt. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer an, schauen mal nach den Regionen und da ist tatsächlich die größte Region mit ungefähr 44% Europa, dicht gefolgt von Nordamerika 41% und dann hier ein bisschen abgeschlagen Asien, Pazifik und Lateinamerika nochmal in Summe 15%, wo die Umsätze herkommen. Also sehr stark Europa, Nordamerika. Wir gucken uns auch gleich nochmal ein bisschen an, aus welchen Geschäftsbereichen das vor allen Dingen herrührt. Und wenn wir uns hier nochmal angucken, wie gesagt, Fresenius Medical Care, 49% der Umsätze kommen eben aus dem Bereich. Fresenius Helios, also die Krankenhaussparte, 27%, Kabi 19% und Vamed ist der kleinste Bereich, hier mit ungefähr 5%. Jetzt gucken wir uns diese vier Unternehmensbereiche nochmal ein bisschen genauer an. Es ist nämlich durchaus interessant, mal zu sehen, woher die hier so ihre Umsätze machen. Wenn wir mal auf Medical Care gucken, dann sehen wir tatsächlich Fresenius Medical Care, also Dialyse, Geschäft
ungefähr 70% in Amerika, also gar nicht so stark in Europa, wie man vielleicht denken möge, sondern tatsächlich in Amerika sehr stark und damit eben auch sehr abhängig von dem, was in Amerika politisch passiert, an Regulierungen passiert. Und das hat für Fresenius einen deutlich größeren Effekt, als das, was hier so in Deutschland passiert. Auch wenn hier die Europaregion nochmal 15% ausmachen. Wir sehen auch, der Großteil des Umsatzes hier kommt aus dem Servicebereich und nur 21% aus dem Produktbereich, also eben die Bereitstellung der Dienstleistungen, der Klinikbetrieb und der Umsatz, der daraus kommt, das macht hier das meiste aus. Und vor allem in Nordamerika gucken wir uns später nochmal ein bisschen genauer an. Fresenius Kabi, die sind dann ein bisschen stärker in Europa, 35%, aber auch gedicht gefolgt von Nordamerika, 34% und Schwellenmärkte 31%, also sehen wir, relativ breit und gut aufgeteilt. Großteil hier aus der In-vitro-Diagnostik bzw. In-vitro-Genetik, also die Generic, nicht Genetik, also die In-vitro-Bereitstellung, also In-Körper-Bereitstellung über Kanülen von generischen Arzneimitteln. Und dann haben wir hier noch klinische Ernährung, 28%. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Medizintechnik und Infusionstechnologie gehört hier auch noch dazu. Helios macht 65% der Umsätze, also die Krankenhäuser, hauptsächlich in Deutschland, 65% der Umsätze. Und dann hier noch Spanien und Lateinamerika, da hat man sich ebenfalls zugekauft, machen nochmal 35% aus. Und dann hier Vamed, also das Entwickeln und Herstellen bzw. Bauen von Krankenhäusern, 88% Europa, 12% Schwellenländer und vor allen Dingen der Betrieb der Krankenhäuser bzw. das Servicegeschäft, das macht den Großteil des Umsatzes aus und nicht mal so sehr die Projektierung von neuen Krankenhäusern. Aber es ist natürlich dann auch ein schönes Geschäft, weil man sich natürlich dann auch entsprechend mit den Krankenhäusern auskennt. Wenn man sich jetzt mal hier so diese Unternehmensbereiche anschaut, natürlich hat das alles mit dem Thema Gesundheit zu tun, aber im Moment gibt es durchaus bei Fresenius die Überlegungen, ob man denn nicht den Konzern zerschlägt und aufspaltet in einzelne Teile, so ähnlich wie auch Fresenius Medical Care schon separat an der Börse ist, auch die anderen Bereiche separat an der Börse zu bringen, um sozusagen versteckte Werte im Konglomerat zu heben. Also das ist so eine typische Sum-of-the-Parts-Analyse, also sind die einzelnen Teile des Konzerns mehr wert als der gesamte Konzern an sich? Die Diskussion kennen wir ja auch von anderen Unternehmen. Daimler hat ja auch vor kurzem erstmal den Truck-Bereich, also alles, was mit LKWs abgespalten, gleiche bei VW. Und die Diskussion gibt es ja auch bei Amazon mit dem Cloud-Geschäft und so weiter. Also ist nichts Untypisches und bei Fresenius macht man das auch gerade. Ehrlich gesagt, von dem, was man so liest und hört, klingt das eher so ein bisschen nach einem internen Machtkampf. Und der CEO hier, ich glaube Stefan Sturm heißt der Kollege, der hat er scheinbar, zumindest vordergründig sagt er, dass er dafür ist oder dass er das unterstützt. Es scheint aber innerhalb des Unternehmens ein paar Kämpfe und Querelen zu geben zwischen Eigentümern, Familie, anderen Anteilseignern und eben Management. Und sowas kann natürlich immer einen Konzern lähmen und ist jetzt erstmal kein sonderlich gutes Zeichen. Es ist natürlich vielleicht am Schluss attraktiv, wenn der Konzern aufgespalten wird und man hat interessante Einzelteile im Unternehmen, aber das sollte man auch dann entsprechend im Vorfeld schon sehen an Begeisterung, die vielleicht in den Kurs reinkommt. Aber das gucken wir uns dann gleich beim Chart nochmal ein bisschen genauer an. Aber wir können schon erkennen, im Moment ist Fresenius gerade noch so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt und schaut auch, wie sie sich künftig aufstellen und wird interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn wir aber schon dabei sind, uns die Einzelunternehmensteile noch mal ein bisschen genauer anzugucken, dann ist natürlich der größte Geschäftsbereich vielleicht am interessantesten, und zwar Fresenius Medical Care, also das gesamte Geschäft um die Dialyse. Denn das ist durchaus attraktiv, auch für das weitere Wachstum, ist nicht ganz so reguliert und nicht ganz so schwierig wie vielleicht das Krankenhausgeschäft und wächst auch sehr stark. Ne? Also von hier 2021 dann hier bis 2027 wird erwartet, dass das Ganze auf einen 119 Milliarden Markt anwächst in dem Zeitraum. Und da ist Fresenius Medical Care als einer der Marktführer auch in Amerika auf Platz 2 mit ungefähr 35% Marktanteil natürlich absolut prädestiniert, hier auch weiter davon zu profitieren. Und das ist natürlich dann auch für Fresenius in Summe eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum, denn im Endeffekt, sobald die Flut alle Boote hebt, hat natürlich auch Fresenius Medical Care als einer der Marktführer hier absolut die besten Karten dafür. Apropos Wachstum, jetzt gucken wir uns doch mal die Kennzahlen im Aktienfinder ein bisschen genauer an und schauen zuallererst mal auf das Umsatzwachstum. Da sehen wir, die letzten Jahre und Jahrzehnte ging es eigentlich hier schön bergauf. Nur in den letzten Jahren ist es so ein bisschen eher zur Seite gelaufen, immer noch gewachsen. Bruttomarge 28%, operative Marge 11%, Nettomarge gerade mal knapp 5%, nicht ganz so berauschend für so einen Konzern, der aus dem Gesundheitsbereich kommt. Und wir sehen, das Wachstum hat sich so ein bisschen abgeschwächt, soll jetzt langsam wieder steigen und anziehen. Hat tatsächlich auch ein bisschen damit zu tun, was so in Amerika passiert ist. Da gab es ja auch die letzten Jahre immer wieder viele Diskussionen. Obamacare, wer es nicht kennt, die Amerikaner sind ja nicht ganz so versichert, wie wir das jetzt hier in Deutschland kennen, was die Krankenversicherung angeht. Da geht es ja auch viel um Freiheit. Viele Amerikaner sind gar nicht versichert.
Und Obama hat ja damals mit Obamacare so eine erste Leben- oder Krankenversicherung versucht, in die, ja, in die breite Masse zu bringen und schon fast verpflichtend zu machen. Gab es viele Kämpfe und in dem Zusammenhang hat man natürlich auch versucht, in Amerika die Kosten zu reduzieren, was das gesamte Gesundheitssystem angeht. Denn Amerika zählt zu den teuersten Gesundheitssystemen der Welt und im Gegensatz zum Gesamtentwicklung des Bruttoinlandsprodukts sind die Gesundheitskosten in den letzten Jahrzehnten deutlich stärker gestiegen. Und diese ganzen Diskussionen, auch dadurch, dass natürlich jetzt die Demokraten hier eine größere Macht, nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern ja mittlerweile auch als Präsident stellen, sind einfach die Sorgen hier von Gesundheitsunternehmen deutlich größer, dass hier die Einnahmen zurückgehen und auch die Margen zurückgehen. Und das hat natürlich eben auch auf Fresenius gedrückt, auch auf die Umsätze gedrückt. Das hat man auch immer wieder in den Diskussionen gesehen. Und das sieht man dann auch im Chartverlauf. Und das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns jetzt nochmal, wenn wir schon beim Umsatz sind, nochmal die Verteilung anschauen, dann sehen wir auch hier vom Grundsatz her, Fresenius Medical Care, also hier dieser grüne Bereich, der ist ja die Jahre davor sehr stark gewachsen, aber so ungefähr seit 2017 ging es dann eigentlich eher bergab, ging leider nicht mehr bergauf. Wir sehen hier eher so einen Rückgang, das ist genau das, was ich auch gerade gesagt hatte. Dafür Fresenius Helios eigentlich recht stabil, hat jetzt natürlich 2020 eher ein bisschen gelitten. Auch dadurch sieht man jetzt hier zwar in den Zahlen nicht, glücklicherweise, aber vom Grundsatz her konnten sie nicht so wachsen, wie sie es eigentlich vorhatten. Dadurch, dass natürlich durch Corona nicht mehr so viele Operationen und Co. stattgefunden haben. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, Fresenius Kabi eigentlich recht stabil wächst, Fresenius Vamed auch, aber auch nicht so stark. Also sehen wir, der Großteil kommt natürlich hier aus diesen großen Blöcken wie Fresenius Medical Care. Und dadurch, dass das nicht mehr ganz so stark gewachsen ist, sieht man hier so ein bisschen den Einbruch auch des Aktienkurses gleich. Wenn wir uns jetzt mal die Gewinn- und Cashflow-Entwicklung angucken, dann sehen wir das auch ganz schön. Hier so seit 2017, 2018 ging es nochmal nach oben, dann ging der Gewinn hier nach unten. Wir sehen so eine richtige Delle und jetzt soll der Gewinn so langsam wieder steigen. Dividende schüttet das Unternehmen recht solide aus. Wir haben Payout-Ratio von 29% auf den Gewinn, also ungefähr 29% vom Gewinn werden momentan ausgeschüttet als Dividende. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ist auch alles gedeckt durch die Cashflows. Insofern alles soweit in Ordnung. Man muss dazu sagen, der Stefan Sturm als CEO, der ist 2016 ans Ruder gekommen. Im Vorfeld sein Vorgänger, der ist ja mittlerweile bei Nestle, war ja stark gefeiert, hat den Kurs auch sehr nach oben gebracht. Und hat dann natürlich so den Ritterschlag bekommen, jetzt zu einem auch größeren Weltkonzern zu gehen. Jetzt weiß man nicht genau, ob Stefan Sturm als CEO vielleicht nicht der richtige Mann an der Spitze ist oder ob er einfach vielleicht den aufgehübschten Konzern einfach versucht, wieder auf ein normales Niveau zu bringen. Nichtsdestotrotz, wir sehen im Prinzip hier so nach ein, zwei Jahren, nachdem er das Ruder übernommen hat, ging es ja eben leider nach unten. Und man sieht nicht mehr so das Wachstum, was man im Vorfeld beim Unternehmen gesehen hat. Wenn wir uns jetzt mal die Bilanz anschauen, dann sehen wir, vom Grundsatz her wächst die natürlich mit dem Unternehmen sehr stark an. Vom Grunde her ist er auch soweit solide. Wir sehen, die Verschuldung befindet sich noch innerhalb des Bereichs Kernvermögen und Cash und Wertpapiere. Wir sehen, die zu verzinsenden Schulden liegen ungefähr so knapp über 40%, also auch noch in Ordnung. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen kritischer sehen würde, ist ein relativ hoher Goodwill, der hier drin steckt. Das Unternehmen hat natürlich auch immer wieder Übernahmen getätigt, kleinere, aber eben auch mal größere im Krankenhausbereich. Aber es ist schon überraschend, dass jetzt hier so ein riesiger Goodwill drin ist. Und das birgt natürlich auch das Risiko, dass das irgendwann auch mal abgeschrieben werden muss. Und das kann natürlich auch nochmal entsprechend auf den Kurs drücken. Also das Risiko darf man nicht ganz aus dem Auge verlassen. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie ansonsten die Aktienrückkäufe sind vom Unternehmen, dann sehen wir, naja, eigentlich gab es, wenn dann eher Ausgabe neuer Aktien, auch unter anderem für Übernahmen, keine Aktienrückkäufe, zumindest jetzt nicht hier in dem Zeitraum, seit das Unternehmen an der Börse ist, war jetzt in den letzten Jahren eher stabil, insofern in Ordnung, aber jetzt auch keine Unterstützung für uns als Aktionäre, dadurch, dass Aktien zurückgekauft werden, ist soweit auch in Ordnung, wenn das Geld dann ins Unternehmen fließt, Dividende wird ja auch ausgezahlt, insofern kann man das schon machen. Und jetzt gucken wir uns mal auf das Thema Bewertung, schauen die erste Bewertung an, gehen aufs KGV, da sehen wir, das liegt momentan fürs bilanzielle KGV knapp bei 15, das bereinigte knapp bei 14, ist alles unter den historischen Durchschnitten des Unternehmens. Ja. Insofern sieht man hier schon historisch gesehen, wenn man sich am KGV orientiert, eher interessant bewertet, eher günstig bewertet. Und das wird sich jetzt auch gleich in den folgenden Dingen ein bisschen fortsetzen. Das Einzige, was noch so ein bisschen dagegen spricht, ist der Piotrowski-Score. 5 von 9 Punkten ist jetzt auch nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht gerade sonderlich überzeugend. Wir sehen halt, dass die Kapitalrendite sinkt. Wir sehen hier auch Aufnahme von neuem Eigenkapital. Das haben wir jetzt gerade nicht gesehen beim Aktienfinder, aber wird zumindest hier ausgewiesen. Die Marge geht ein bisschen zurück
Und wir sehen auch, dass die Produktivität hier ein bisschen zurückgegangen ist. Alles Punkte, die jetzt eben ein bisschen gegen Fresenius sprechen. Also wir sehen so ein gemischtes Bild. Es ist kein wirkliches Unternehmen, wo alles Juhu schreit, wo man unbedingt reingehen muss, sondern es ist ein Unternehmen, wo man im Moment sagen muss, naja, so ganz rund scheint es tatsächlich nicht zu laufen. Und wenn wir jetzt mal in den Aktienfinder, in die Bewertung da reingehen, dann sehen wir es ja schon hier in schwarz am Aktienkurs. Der ist ja schön nach oben gelaufen, jetzt hier unten drunter. Und das ist eben eins der wenigen Unternehmen, was wir momentan an der Börse sehen, was deutlich unter den Bewertungen ist. Und wenn wir mal gucken, hier in grün ist ja der faire Wert auf Basis des bilanzierten Gewinns, die gestrichelte Linie auf Basis vom bereinigten Gewinn und hier dann nochmal so ein hellgrün auf Basis vom Cashflow. Und wir gucken jetzt hier vor allen Dingen eben mal auf die Gewinne und dann sehen wir, das Unternehmen ist definitiv unterbewertet im Moment, zumindest wenn man sich hier mal die historischen durchschnittlichen Gewinne, egal ob bereinigt oder bilanziert, anschaut. Und wenn man mal jetzt gucken würde, wie könnte sich das Unternehmen denn noch entwickeln, dann legen wir hier einfach mal das Lineal an und sehen, okay, von heute bis ungefähr Ende 2024 ist ein Potenzial von 70% oder 16% pro Jahr, wenn denn tatsächlich der Kurs hier auch der Gewinnentwicklung folgen würde. Im Moment wäre das Unternehmen also unterbewertet, zumindest nach diesen Kennzahlen. Aber das kann sich natürlich dann auch nur materialisieren, wenn auch entsprechend der Kurs in die richtige Richtung läuft. Und wir sehen ja im Moment, haben wir eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,2%. Die soll auch weiter wachsen um 5%, 9%, 9%, 5%. Also auch hier schönes weiteres Dividendenwachstum. Insofern ganz solide, auch was das Thema angeht. Kein absoluter Überflieger, aber eben auch nichts wirklich Katastrophales. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal charttechnisch an. Jetzt wissen wir ja schon mal, dass es von den eher fundamentalen Daten, von den Unternehmenszahlen ja eher unterbewertet ist. Jetzt gucken wir mal in den Chart, was der denn so sagt. Und wir haben ja schon gesehen, dass mal ganz grundsätzlich es in den letzten Jahren zurückging. Aber wir sehen auch, wenn man mal vom Börsengang bis heute guckt und jetzt mal einfach wirklich einen sehr breiten Trendkanal hier annimmt, der durchaus aber passen würde, denn der wurde jetzt hier nur einmal auf der Unterseite zum Corona-Tief unterschritten. Innerhalb der Woche ging es aber sofort wieder in den Trendkanal zurück. Das heißt, der wurde nur innerhalb der Woche unterschritten. Sehen wir, eigentlich befindet sich das Unternehmen momentan eher so im unteren Bereich des Trendkanals und das Ganze schaut eher wieder so aus, als ob es nach oben schiebt. Und dementsprechend ist ja schon mal interessant zu gucken, wann wäre denn es interessant, in das Unternehmen einzusteigen, falls es tatsächlich jetzt wieder abprallt und nach oben laufen würde. Deswegen zoomen wir jetzt mal ein bisschen rein und gucken uns das Ganze mal ebenfalls noch auf wöchentlicher Basis an, aber eben hier so seit 2017, also seit es hier so bergab gegangen ist, im Prinzip in der mittel- bis langfristigen Perspektive auch mal an. Und da sehen wir mal, vom Grundsatz her haben wir hier nach wie vor einen intakten Abwärtstrend. Das Unternehmen hat es immer noch nicht geschafft, diesen Abwärtstrend mal wirklich nach oben zu durchschreiten. Also wir sehen nach wie vor tiefere Hochs. Ja. Hier so langsam wäre jetzt die Frage, geht es jetzt hier oben drüber oder nicht? Denn wir sehen auch, dass in der kürzeren Vergangenheit, hier seit Ende 2018, wir so ein bisschen steileren Abwärtstrend haben. Und der wurde jetzt dieses Jahr mal tatsächlich überschritten nach oben. Und das ist so das erste Zeichen, was jetzt mal ganz positiv wäre und auf eine Trendwende hindeuten könnte. Könnte deswegen, weil, damit es eine wirkliche Trendwende ist, müsste dann auch hier mal der Weg nach oben gehen und wir müssten auch mal diese tieferen Hochs auch mal nach oben überschritten haben. Bisher sind wir ja tatsächlich eher auf dem Niveau hier und das können wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Zuallererst schauen wir aber mal, wir sehen auch von hier unten höhere Tiefs, also auch das spricht eher dafür, dass es jetzt im Moment mal wieder nach oben geht. Schaut ebenfalls ganz gut aus. Jetzt kann es natürlich sein, wir kommen noch mal hier runter, wir gehen nach oben, wir gehen noch mal hier runter und vielleicht geht es dann noch oben drüber. Aber ich persönlich würde jetzt im Moment erst einsteigen, wenn wir wirklich hier über diesen Abwärtstrend oben drüber gehen. Gucken wir uns aber gleich noch mal ein bisschen genauer an. Im ersten Schritt gucken wir uns das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis an, zoomen noch ein bisschen rein und zwar hier seit dem Corona-Tief mal so eine Aufwärtstrendlinie. Sehen wir, es geht eigentlich mit den Tiefs nach oben. Wir sehen hier im Moment oben noch so einen Deckel drauf. Da ist die Aktie noch nicht oben drüber gekommen und das wäre schon mal das erste positive Signal, wenn wir hier so mal auf die 48 Euro kommen würden, wenn der Kurs jetzt hier wirklich mal oben drüber schreitet. Vielleicht 47, 48 Euro, wenn wir hier mal oben drüber kommen, dann wäre das schon mal das erste positive Signal, dass der Kurs auch weiterhin nach oben will. Aber wir sehen auch diese Bewegung hier, ne, dieser Deckel und diese höheren Tiefs, das hatten wir auch schon mal hier in der Vergangenheit und zwar 2019, in dem Jahr war es nämlich genauso. Da hätte man auch schon denken können, naja, wir kommen jetzt vielleicht mit den Hochs hier nach oben. Wir sehen, dass die Tiefs auch höher sind, vom Grundsatz her ähnlich, wie wir das jetzt hier aktuell sehen, mit dem einzigen Unterschied, dass die Hochs gar nicht mehr so hoch gekommen sind. Also wir sehen hier eigentlich eher mal momentan ein etwas positiveres Bild als 2019, aber das heißt noch lange nicht, dass es dann wirklich nach oben geht, sondern dazu müsste auch eben
hier dieser Trend, den ich schon mal eingezeichnet habe, überschritten sein. Und dementsprechend, bevor das Ganze hier nicht irgendwie mal über die 50-Euro-Grenze gekommen ist, vielleicht eher sogar 55 Euro, also irgendwo hier zwischen 49 und 55 Euro, da muss es erstmal oben drüber gelaufen sein, dass dann wirklich man sagen kann, okay, jetzt scheint die Trendwende vollzogen. Auch dann gibt es immer noch keine Garantie dafür, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest mal höher. Und dementsprechend würde ich auch nichts tun, bevor nicht mal dieser Abwärtstrend tatsächlich überboten worden ist. Ich selbst bin in dem Unternehmen aktuell nicht investiert. Ich gucke mir das immer mal wieder an. Ich war auch schon mal in Fresenius investiert, bin dann aber wieder raus, weil es hat sich ja hier so ein Abwärtstrend gebildet und dann bin ich entsprechend auch ausgestiegen. Jetzt im Moment gucke ich mir das Ganze an und schaue mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht steige ich ein, wenn das Ganze eben weiter nach oben geht. Aktuell muss ich sagen, habe ich jetzt keine Lust, da irgendwie so einen Zwischenweg mitzugehen, sondern wenn, würde ich erst einsteigen, wenn dieser Abwärtstrend dann eben nach oben durchbrochen ist. Und wenn du bereits investiert bist, würde es mich mal interessieren, schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, wie du das Ganze bei Fresenius im Moment siehst, wie du auch die Umstrukturierung des Unternehmens siehst oder das, was so ansonsten bei Fresenius passiert. Und falls du ebenfalls mal mit mir darüber sprechen willst, auch über Aktienanalysen, wie man auf solche Analysen kommen kann, wie man vielleicht dann eben noch bessere Einstiegsmöglichkeiten finden kann, wie man das Ganze in eine Strategie integrieren kann, dann melde dich gerne mal zum kostenlosen Erstgespräch. Den Link findest du hier unter dem Video in der Beschreibung oder ich verlinke das gerne auch hier oben nochmal. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche noch, viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.